Hallo, oh, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Connor. Wir schauen uns jetzt das Class Jaguar Pack 50 Years Edition an in der Version 1.0. Das Ganze kommt von Rentner Modding, gibt es neben PC/Mac auch für die Konsolen. Ihr braucht keine zusätzlichen Mods, um mit dem guten Stück spielen zu können. Einfach runterladen und Spaß haben. Findet ihr einmal unter Mods und DLCs und dann Class Jaguar Pack 50 oder 50 Years Edition. Enthalten sind zwei Class Häcksler, einmal der Class Jaguar 960 Terratrek und der Class Jaguar 980 bis 930 oder 980/930. Costa Quanta für den kleinen, also nicht den Terratrek, 358.500, für den Terratrek 380.500. Beide Maschinen haben identische Config-Blöcke, 10 Stück an der Zahl, das vorab zu schieben. Großer Unterschied ist natürlich Terratrek, vorne halt die Terratrex-Mitte dran, der normale halt die normalen Reven. Und wir können beim normalen Jaguar nur bis 980 gehen und beim Terratrek haben wir 960 bis 990. 90, also sprich deutlich mehr Leistung. Ihr seht es auch hier, 420 bis 884 PS beim kleinen und 626 bis 925 PS dementsprechend beim großen. Ansonsten sind die soweit identisch. Ne? Soweit so klassisch, schick so schön. Schauen wir uns den Terratrek an, würde den meisten interessieren. Also Class Jaguar 960 Terratrek. 926 PS Leistung, stufenloses Getriebe, 1350 Liter Diesel, 130 Liter Blue, 40 km Max Speed, 20 Liter könnt ihr Silierle Mittel mitnehmen, da hat er einen extra Tank dafür, schöne Sache. 14,1 Tonnen Gewicht für 380.500, wie gesagt, eine Anschaffung, 19.405 im Leasing. Wie gerade eben schon angesprochen, 10 Config-Blöcke, Motorausführung, Reifenhersteller, Reifenvariante, 50 Years, Aufkleber, Endladerohr, Hauptfarbe, Zweitfarbe, Interieurfarbe, Felgenfarbe, Kennzeichen. Bei der Motorausführung haben wir hier 960 Terratrek, 990 Terratrek, also zwei Einstellungen, 626 PS, 925 PS. Reifenhersteller haben wir Trelleborg, Michelin, Continental, Midas, Fredestein. Wir können allerdings hier nichts verändern. Bleibt bei Standard, weil wir haben vorne die Terratrek-Dinger dran. Hinten, wie gesagt, könnt ihr noch einen Hersteller ändern, wenn ihr das wollt. Special Metal sind die 50 Years Edition Aufkleber. Die könnt ihr dann dementsprechend hier mit dazufügen. Gehen dann links und rechts dementsprechend dran. Dann können wir das Endladerohr zwischen Standard und langes Endladerohr wählen. Wir haben in der Hauptfarbe diverse Farben zur Verfügung. Auch diverse Glasgrüns, grüne. Das Grün, die Grün, gibt es von grüne Märze, egal. Aber wir haben es ebenfalls Standard, dann haben wir das Ganze noch als Matt und dann haben wir das Ganze auch als Chrom. Das Ganze gibt es dann auch noch in verschiedenen Glas-Weißtönen, also Standard, Matt oder Chrom. Das Ganze gibt es hier noch ein bisschen als dunklere Farben, hellere Farben, Rot, Violett, Pink, Rosa, alles irgendwie mit dabei. Könnt ihr also genauso konfigurieren, wie ihr wollt. Das ist die Hauptfarbe. Die Zweitfarbe ist dann das hier oben, logischerweise das zweite. Mach ich jetzt mal hier rosa-pink-mäßig da, ne? Sieht das aus. Die Interieurfarbe sollte selbsterklärend sein. Da gibt es auch diverse Farben zur Verfügung. Das ist dann so ein bisschen hier drinne mit dazu. Und die Felgenfarbe sollte, denke ich mal, auch selbsterklärend sein. Kennzeichen natürlich auch. Beim normalen Jaguar, da hier zu sagen, da gibt es 39, 49, 59, 960, 970 und 980. Maximal, heißt dann 462, 516, 585, 626, 775 oder halt maximal 884 PS. Hier könnt ihr auch zwischen Trelleborg, Michelin, Continental, Midas, BKT, Fredestein auswählen und bei manchen habt ihr dann hier die Auswahl zwischen Standard und Breitreifen. Bei manchen, wie zum Beispiel Conti, habt ihr nur Breitreifen mit zur Auswahl, genauso wie bei BKT. Ansonsten sind die Dinger alle exakt gleich. Schauen wir uns die guten Dinger also an. Einmal der Terratrek links, einmal der normale rechts. Da auch mal anders eingefärbt, dass ihr auch mal sehen könnt, wie das Ganze wirkt. So ein bisschen dunkel, bzw. schwarz-weiß in der Konfiguration. Hier ist man normal zum Terratrek mit dazugekommen, mit dem 50-Jahre Aufkleber oder 50-Years Edition. 960er Jaguar in dem Fall, also die kleinere, in Anführungsstrichen, Motorisierung. Die Aufkleber sehen soweit alles tippitoppi aus, kann man nichts dagegen sagen. Hinten jetzt die Standard Trelleborg. Wie gesagt, je nachdem, was ihr da auswählt, ändert sich das hier hinten. Hier vorne habt ihr logischerweise nichts weiter mit dabei. Ansonsten normale Fahrtleuchten, Blinker, Arbeitsscheinwerfer nach vorne, Spiegel links, rechts, Warntafeln sind links, rechts auch mit dabei, also EU-Ausführung in dem Falle. Vorne Anschluss fürs Schneidwerk. Schneidwerk wird oder Häckselwerk in dem Falle, ne, wird euch aber nicht mitgeliefert. Könnt ihr aber das Standard-Ding nehmen, das 900er aus dem Spiel, ist klar. Ansonsten hier oben immer Glasschriftzug links, rechts, rundum leuchten hier mit dabei. Ihr seht überall Kollisionen, wir klitschen also dementsprechend auch nirgendwo raus. Sieht hier
oben auch alles schicki schön aus. Hinten dann im Heckbereich nochmal Bremslichter, Blinker, Rückwärtsleuchten. Eine Möglichkeit, einen Trailer hinten mit dran zu hängen. Arbeitsscheinwerfer nach hinten. Beim Endladerohr haben wir ebenfalls noch einen Arbeitsscheinwerfer oder Arbeitsscheinwerfer mit dabei. Ansonsten hinten nochmal links, rechts diese Warntafeln. Da haben wir dazu dann nochmal der Glasschriftzug. Hier nochmal Jaguar und dann hier Dynamic Power. Soweit, so klar, so schick, so schön. Beim normalen ebenso hier mit Aufkleber. Ihr seht, geht auch auf einer dunklen Oberfläche. Kann man immer noch alles eins erkennen. Ist jetzt ein 89er in dem Falle. Ansonsten alles identisch, wie gesagt, soweit zum Terratrack, außer dass wir halt hier vorne und hinten Reifen haben und halt hier die Special-Einfärbung, also sprich, ne, die individuelle Einfärbung. Ansonsten gucken wir uns das Ganze im Innenbereich an. Da unterscheiden die beiden Dudes sich in dem Falle auch nicht mit dazu. Alles exakt gleich. Glaslenkrad mit Schriftzug drauf. Spiegel links, rechts kann man wunderbar erkennen mit dazu. Ansonsten sieht das hier drinnen von der Auflösung her soweit auch alles toppi aus. Glasschriftzug hier mit dabei. Hat einen guten, einen relativ guten Rundumblick. Ne? Nach hinten natürlich jetzt hier ist die Säule da mit drinne. So sieht das Ganze dann eben in schwarz aus. Und hier das gleiche in grün. Habe ich jetzt nicht eingefärbt. Ansonsten geht ja wie gesagt das hier hinten. Ne, und das da so oben ein bisschen rum, das ist dann halt eingefärbt, aber ansonsten passiert da nichts weiter. Sieht aber auch so standardgemäß vollkommen in Ordnung aus, aber wie gesagt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr das natürlich individualisieren. Deswegen kurz umgesagt, Textur, Qualität 1A mit Sternchen, kann man nichts dagegen sagen. Hören wir uns mal den Soundler an. Ja, können wir in dem Falle kurz halten. 22er Standard-Sound ist aber auch mehr als in Ordnung. Why not, why not? Aber ihr wisst ja auch immer, Sound ist für jeden Einzelnen selber zu entscheiden. Aber wie gesagt, was kann man gegen Standard-Sound haben? Passt soweit. Thema Funktionalität, ebenfalls erstmal so die Basics, ne? Zum Ernten kommen wir ja dementsprechend gleich. Ihr seht, wir haben eine Hand am Joystick, die andere Hand am Lenkrad, ist soweit auch alles animiert. Mit den Beinchen tut sich jetzt in dem Fall eher nichts, ist aber auch in Ordnung. Ansonsten haben wir im Innenbereich soweit auch eigentlich alles gut mit animiert. Ihr seht hier auf den Dashboard/Monitor, dass das Ganze läuft. Der Joystick ist in dem Falle hier mit animiert. Das Kontrollding da vorne, also sprich der Monitor, slash Dashboard. Das ist Nordico, genauso wie das hier oben Nordico ist. Diese Kamera ist noch aus der Felsbrunn, aus dem 19er. Ansonsten hier oben tut sich jetzt soweit erstmal hier standardgemäß ohne nicht viel. Wenn wir uns das Ganze dann einmal in der Nacht anschauen, sehen wir, die Displays selber geben Beleuchtung, also sind beleuchtet in dem Falle mit ab. Wenn ich das separat Licht anschalte, werden auch einzelne Elemente mit beleuchtet. Und dann haben wir hier oben dementsprechend auch, wie ihr seht, ne, vorderes Arbeitslicht, hinteres Arbeitslicht etc. pp. Ne, Rundumleuchte etc. etc. wird da separat mit hervorgehoben. Genauso, wenn ich hier die Blinker anschalte, haben wir das typische Blinkerklicken, alles im Endeffekt mit dabei. Ansonsten Tagfahrlicht gibt es keins, dann haben wir normales Fahrtlicht, hinteres Arbeitslicht und vorderes Arbeitslicht, dann haben wir doch zusätzlich über die F-Steuerung das Abladelicht hinten, wie immer NumPad 5 für vorne, NumPad 6 für hinten, das Entladerohrlicht nenne ich es immer mal wieder, geht nur über die F-Steuerung und Fernlicht können wir dann halt mit Steuerung links und F aktivieren bzw. deaktivieren. Rundumleuchten sind auch dabei, sehen soweit auch alles schick schön aus, Hupe. Ist okay, ein Tick leise, aber in Ordnung. Ansonsten Rückwärtsleuchten funktionieren, Bremsleuchten funktioniert alles, Blinker funktioniert soweit alles hier, so wie es am Ende des Tages halt auch sein soll. Also da soweit alles schick, alles schön, alles Gucci. So, gibt es noch erweiterte Funktionen wie Interactive Control, Simple IC etc. etc. Können wir hier reinschauen und ihr seht, nö, da tut sich nichts. Genau, weder im Außen- noch im Innenbereich, beziehungsweise weder im Innenbereich noch im Außenbereich ist soweit alles standardgemäß. Ihr seht auch hier im F1-Menü ist nichts weiter dabei. Gehen wir da also mal direkt zum Feld. Ich habe jetzt einfach hier, wie gesagt, das 900er mit dran gehauen als Häckselwerk vorne mit dran. Ansonsten einmal hier Rohr ausklappen. Wie gesagt, könnt ihr das kurze Rohr nehmen oder das lange Rohr, je nachdem wie ihr wollt. Und der Rest funktioniert stinknormal, wie normaler Häcksel halt auch. Einmal einschalten und einmal Gas geben. Wir haben jetzt hier den 99er mit dazu, macht aber natürlich jetzt keinen Unterschied. Ihr seht unten die Anzeige für Seliermittel, die mit dabei ist, habe ich jetzt hier weggelassen.
Könnt ihr natürlich mit befüllen. Und ansonsten seht ihr, läuft da soweit alles klar. Einzugsanimation ist vom Schneidwerk selber. Da hat der Mod jetzt nichts damit zu tun. Also ist halt ein Häcksler. Der macht das, was er machen soll. Und das macht er gut. Ne? Für alle die, die auf Glass Häcksler stehen und sich die 50 Years Edition gerne haben wollen, mit den Deagles Boost generell die Überarbeitung, die hier am Modell noch vorgenommen worden sind von Rentner Modding, die werden hier definitiv ihren Spaß dabei haben, weil ist ein Tipp, Top Mod ohne irgendwelches Rentner. Aber jedenfalls für jeden Fall sage ich mal. Ihr seht, Lila Lock ist soweit auch sauber, könnt ihr euch also auch ohne Bedenken downloaden. Wir reden hier ungefähr von 38 MB. Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung mit verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn ihr wollt. Lasst einen Däumchen und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.